Media Display ist ein vernetztes Multimedia-System. Es ermöglicht die Nutzung von Multimedia-Inhalten und die Aktivierung der Fahrassistenzsysteme sowie der Einparkhilfe. Es ermöglicht außerdem, Ihr Telefon über Bluetooth zu koppeln, um sicher Anrufe direkt über den Bildschirm oder die Lenkradtaste zu tätigen oder zu empfangen, um Musik zu hören oder die mobilen Android Auto oder Apple CarPlay-Inhalte anzuzeigen und schließlich das Navigationssystem Ihres Smartphones zu verwenden. Ihr Multimedia-System verfügt über eine Spracherkennungsfunktion, die es ermöglicht, bestimmte Funktionen des Multimedia-Systems und Ihres Telefons zu steuern, ohne den Blick von der Straße zu wenden. Diese Taste am Lenkrad ermöglicht es, direkt auf die Spracherkennung zuzugreifen. Sprechen Sie nach dem Tonsignal einfach den Namen des gewünschten Menüs. Beachten Sie, dass das System nur dann effizient funktioniert, wenn die Begriffe deutlich ausgesprochen werden und die Akustik nicht durch andere Geräusche, Stimmen oder Einflüsse gestört wird. Durch Drücken der Begrüßungstaste gelangen Sie zu den Hauptthemen, die Media Display anbietet. Radio, Medien, Telefon, Fahrzeug und Smartphone-Integration. Drücken Sie hier, um das Menü Einstellungen zu öffnen. Beachten Sie, dass dies eine Schnelltaste zu den Fahrzeugparametern ist. Im Handschuhfach finden Sie eine verstellbare Telefonhalterung, die neben dem USB-Anschluss hinter dem Multimedia-Bildschirm angebracht wird. Die Abdeckung entfernen und die Halterung wie gezeigt einrasten. Sie können Ihr Smartphone vertikal oder horizontal positionieren. Über die Menüs Radio und Media haben Sie Zugriff auf das Radio und auf Ihre Lieblingsmusik. Durch Tippen auf Radio im Hauptmenü gelangen Sie zum Radio. Es stehen drei verschiedene Modi zur Verfügung: Frequenzen, Liste und Preset. Der Modus Frequenzen erlaubt die automatische oder manuelle Suche nach Radiosendern durch Absuchen des gewählten Frequenzbereichs. Durch Drücken dieser Taste können Sie einfach zum nächsten Sender vor- oder zurückwechseln. Der Modus Liste ist besonders praktisch, wenn Sie den Namen des gesuchten Senders kennen. Es wird eine Liste der Radiosender in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Halten Sie auf der Suche beim gewünschten Sender an oder drücken Sie direkt darauf. Über den Modus Preset können Sie Ihre bevorzugten Sender speichern, um leichter darauf zugreifen zu können. Um den aktuell gehörten Sender zu speichern, gehen Sie ins Menü Preset und halten eine der Tasten gedrückt. Über das Einstellungsmenü können Sie die Optionen für Ihr Radio einstellen. Sie können zum Beispiel die Verkehrsinformationen aktivieren oder deaktivieren oder auch die Frequenzverfolgung trotz Fortbewegung beibehalten. Über das Menü Media können Sie außerdem Musik Ihrer Wahl von einer Zusatzquelle hören, über den USB-Eingang oder über Bluetooth. Wählen Sie einfach eine an das System angeschlossene Eingangsquelle aus, um direkt auf Ihre Audiodateien zuzugreifen. Sie können über diese Taste auch direkt die Medienquelle wechseln. Das Multimedia-System ist überdies eine Erweiterung Ihres Smartphones im Fahrzeug. Sie können daher direkt vom Multimedia-Bildschirm aus telefonieren und Inhalte aufrufen. Dazu koppeln Sie zunächst Ihr Telefon mit dem Multimedia-System. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und stellen Sie seinen Status auf Sichtbar ein. Anschließend drücken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen. Dann wählen Sie in der Registerkarte Geräte, Geräteverwaltung und drücken anschließend hier, um ein Gerät hinzuzufügen. Sobald Ihr Telefon erkannt wurde, wählen Sie es in der angebotenen Liste aus. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, einen Bestätigungscode einzugeben. Ihr Telefon ist nun mit dem Multimedia-System gekoppelt.
Beachten Sie, dass Ihr Telefon Sie auffordern kann, eine Freigabe Ihrer Kontakte, Ihres Anrufprotokolls oder Ihrer Medien und so weiter zuzulassen. Nur wenn Sie die Freigabe akzeptieren, können diese Informationen im Multimedia-System angezeigt werden. Um einen Anruf zu tätigen, wählen Sie im Menü Telefon, einen Kontakt im Telefonbuch. Der Anruf startet automatisch. Sie können außerdem in der Anrufliste auf Ihr Anrufprotokoll zugreifen. Um einen Anruf durch direktes Eingeben einer Nummer zu tätigen, wählen Sie die Option Nummer eingeben. Wenn Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie einfach auf Anrufen, um den Anruf zu starten. Während eines Anrufs können Sie den Lautsprecher Ihres Telefons oder den des Fahrzeugs verwenden. Sie können direkt über diese Taste am Lenkrad abheben oder auflegen. Um einen Anruf zu ignorieren, drücken Sie etwas länger auf die Taste. Um das Spracherkennungssystem Ihres Fahrzeugs zu aktivieren, drücken Sie etwas länger auf diese Taste. Ein akustisches Signal und diese Bildschirmanzeige bestätigen, dass die Spracherkennung aktiv ist. Nun können Sie Ihren Befehl aussprechen. Um erneut zu sprechen, führen Sie einen kurzen Druckimpuls auf die Spracherkennungstaste aus. Wenn Sie die Funktion deaktivieren möchten, einen langen Druckimpuls. Beachten Sie, dass Sie zusätzliche Hilfe zur Funktionsweise und zu den Nutzungsbedingungen des Spracherkennungssystems erhalten können über das Menü Einstellungen, Geräte und dann Anleitung. Wählen Sie am Ende Smartphone Tutorial. Sie können über diese Direktwahltaste auf das Menü Fahrzeug zugreifen oder indem Sie auf dem Multimedia-Bildschirm Fahrzeugparameter auswählen. Nun können Sie Ihre Fahrassistenzsysteme aktivieren oder deaktivieren und die Optionen für den Zugang zu Ihrem Fahrzeug parametrieren. Über die Registerkarte Einparkhilfen können Sie die Rückfahrkamera aktivieren oder deaktivieren und die Kriterien der Hinderniserkennung der Einparkhilfe bestimmen. Über das Menü Einstellungen können Sie die Audioeinstellungen Ihres Fahrzeugs und die Helligkeit des Multimedia-Bildschirms regeln. Über die Registerkarte Geräte können Sie auf die Verwaltung der mit Ihrem Fahrzeug vernetzten Geräte, die Verwaltung der Bluetooth-Optionen und die Tutorials zur Funktionsweise der Smartphone-Replikation und des Spracherkennungssystems zugreifen. Über die Registerkarte System können Sie auf die Einstellungen Ihres Multimedia-Systems zugreifen.